Hallo und herzlich willkommen zum Jahr 1986. Ja, und wir legen auch gleich wieder los mit den Schlagzeilen, die ich da gefunden habe. Im Januar fangen wir natürlich an. 20. Januar, USA. Der farbige Sänger Stevie Wonder hatte in New York, Alabama und Washington D.C. Rockkonzerte organisiert, um an den Geburtstag des 1968 ermordeten schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King zu erinnern. 28. Januar, ebenfalls USA. Die US-amerikanische Raumfahrt Challenger explodiert 73 Sekunden nach dem Start in Cape Canaveral. Alle 7 Astronauten kommen ums Leben. Es war die 25. Space Shuttle-Mission und der 10. Einsatz der Challenger. Fast 2,5 Jahre gab es daraufhin ein generelles Startverbot für die Shuttles, um die Sicherheitsstandards zu erhöhen. Februar. 21. Februar, Japan. Der vermeintlich älteste Mensch der Welt, der Japaner Shigechiro Izumi, der im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet war, war im Alter von 120 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Allerdings gab es bereits kurz nach dem Tod des Japaners Zweifel an seinem wahren Alter. Belegbar war es nicht, da zum Zeitpunkt seiner Geburt noch keine Registrierung vorgenommen wurden und es keinerlei Urkunden aus seiner Jugendzeit gab. Sein Alter wurde später eher auf 105 geschätzt, weshalb das Guinness-Buch ihn seit 2011 nicht mehr als ältesten Menschen führt. März. 18. März, Bundesrepublik. Dem Sänger Norbert Hähnel, der gemeinsam mit der Düsseldorfer Gruppe Die Toten Hosen auftrat, hatte das Landgericht Düsseldorf untersagt, sich als wahrer Heino zu bezeichnen. Die Parodie auf den echten Heino Kramm war jedoch zulässig. 24. März, USA. Bei der Oscarverleihung wurde der Film Jenseits von Afrika von Sidney Pollack nach dem autobiografischen Roman der dänischen Autorin Tanja Blixen mit 7 Oscars ausgezeichnet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass eine Verflossene von mir den Film unbedingt mal sehen wollte und es geschafft hat, ganze 3-mal ungefähr nach der Hälfte des Films einzuschlafen. April. 5. April, USA. Anlässlich des 150. Geburtstags des US-Bundesstaats Texas und der Stadt Houston sowie dem 25. Jubiläum des Lyndon B. Johnson Space Centers der NASA hatte Jean-Michel Jarre ein Konzert von mindestens 1,3 Millionen Zuhörern in Houston gegeben, für das er einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde bekam. 8. April, ebenfalls USA. Der US-amerikanische Schauspieler Clint Eastwood war mit großer Mehrheit der Wählerstimmen Bürgermeister seines Wohnortes Carmel by Sea im US-Bundesstaat Kalifornien geworden. Bis 1988 war er Verwaltungschef der 4700 Seelengemeinde geblieben. 18. April, Bundesrepublik. In Hamburg war das Musical Cats des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber in bundesdeutscher Erstaufführung gezeigt worden. Es zählt bis heute zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Das Stück lief fast 15 Jahre in der Hansestadt. Ach, ich selber war sogar 2-mal da innerhalb von 10 Jahren. Wunderschönes Ding. 26. April, UdSSR. Im ukrainischen Tschernobyl war es in einem Atomkraftwerk zum größten Kernreaktorunfall in der Geschichte der Nutzung von Kernenergie gekommen. Mit der Explosion von Block 4 hatte die Katastrophe von Tschernobyl begonnen. Mai. 19. Mai, Frankreich. Bei einem Unfall mit seinem Motorrad in Graz, Frankreich, kommt der populäre Komiker Coluche, eigentlich Michel Colucci, im Alter von 41 Jahren ums Leben. Er hatte 1985 in Frankreich sogenannte Restaurants des Herzens einrichten lassen, in denen Arme unentgeltlich beköstigt werden. 13. Juni, USA. In New York war die Jazzlegende Benny Goodman gestorben. Der am 30. Mai 1909 in Chicago im US-Bundesstaat Illinois geborene Musiker gilt als Protagonist des Swing. Besonders in den 1930er Jahren war Goodman mit seiner Big Band erfolgreich. Ja, meine Freunde, das waren sie schon, die Schlagzeilen für das erste Halbjahr 1986. Und ich habe euch nochmal die Top 5 aus den Single Top 100 Charts von 1986 rausgesucht, laut musiksampler.de. Auf Platz 5, John Farnham, You're the Voice. Auf Platz 4, Madonna, La Isla Bonita. Auf der 3, Whitney Houston mit I Wanna Dance With Somebody.
Auf Platz 2 Jan Hammer mit Crooked Seam. Und schließlich auf der 1 Desireless mit Voyage, Voyage. Voyage, Voyage. Ja, und als kleines Gimmick ist mir dann noch aufgefallen, wer auf Platz 6 gelandet ist. Nämlich kein anderer als Jürgen von der Lippe mit Guten Morgen, liebe Sorgen. Ja. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ja, meine Freunde, das war's. Das erste Halbjahr 1986. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid am Freitag wieder mit dabei, wenn es ins zweite Halbjahr geht. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, euer Sven. Tschüss.